Und moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Supermarkt Simulator. Ist euch mal aufgefallen, dass das Tee da eigentlicherweise über die Ecke hinaus steht? Ich weiß gar nicht, wie das mit dem D ist. Auch das. So, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir haben das letzte Mal das Lager ja, leer gemacht. Es ist nicht mehr leer, sieht man ja. Ich habe es versucht, etwas zu sortieren. Extra für unsere deutschen Kunden zwei Regale Toilettenpapier. Dann haben wir hier das Fleisch. Die ganzen Lebensmittel hier. Habe ich eigentlich die Rechnung bezahlt? Habe ich sogar. So, das ganze Zeug für den Haushalt, also Putzmittel und sowas, haben wir hier. Und ja, Lebensmittel sind dann auch noch hier. Also es ist großteils Lebensmittel, was wir haben. Und jetzt pass auf, er denkt dran, er macht erst hier die Funzel an. Dann läuft der Dame hinterher, macht hier auf und dann die Funzel an. So. Kasse kann ich hier sogar aufmachen. Die Jungs haben natürlich auch fast überall nachgeladen, hätte ich beinahe gesagt. Na, man sieht ja hier, da geht immer noch ein kleines bisschen was. Der Menge, ja, stört das nicht so sehr. Aber es fällt mir halt auf. Oder ein Stück Butter fehlt da. Zweimal Seife. Ich sehe gerade grün und blau. Uiuiui. Ich glaube, wir müssen ganz schnell noch was nachkaufen. Das da. 1, 2, 3. Ich glaube, das Grüne fällt in 1, 2, 3, 4. Ganz ehrlich, das ist mir in dem Fall nicht mal aufgefallen. Da haben sie noch nichts hingetan. Ding. Ich habe eigentlich geguckt, dass ich alles gekauft habe. Aber ja, so kann man sich täuschen. Eigentlicherweise, genau. Das gehört da nicht hin. Ja, ich muss das jetzt etwas schnell einräumen hier. Die zwei Fächer hatte ich mir offen gelassen immer, damit ich sehe, wenn ich irgendwas zu viel bestellt habe. So. Funktioniert ja ganz gut. So, dann müssen wir mal schauen, was denn noch fehlt. Eigentlicherweise dürfte nichts fehlen. Aber das habe ich ja am Anfang schon gesagt und es hat ja nicht ganz so gepasst. Was natürlich schade ist, die 40.000 für das nächste Stück da hinten habe ich nicht ganz erreicht. Das ist etwas weniger. Ne? Leider Gottes. Also ich hatte gehofft, dass wir jetzt gleich zack, nächste kaufen und gut ist. Aber nein. Dann doch teurer das Lager. Das sein. Und auch Honeybee fehlt. Das sind jetzt alles so Sachen. Nicht schön, aber selten, hätte ich beinahe gesagt. So. Mal her.
dahin und dahin. Ja, da muss auch ich jetzt ein bisschen nachhelfen. Geht hier noch was? Eher nicht so, ne? Es war im Endeffekt grob geschätzt eine Stunde, die ich damit verbracht habe, und dann fehlen drei Produkte. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber irgendwie war das nicht genug. Naja, gut. Passiert. Es ist nur ein Spiel. Gott, oh Gott, oh Gott. Das bedeutet, es sind jetzt noch ein paar Leute, die sagen, ich kann das nicht finden. Ganz wenige Leute, die hier bei mir auch bezahlen, ja. Aber naja, gut. Warte mal ganz kurz. So rum ist besser. So, Entschuldigung. Irgendwann mal wieder ein Mausrad gedreht und die Musik lauter gemacht und das, naja. Ist nicht so sinnvoll. Ich meine, du solltest vielleicht nicht ganz so laut hören. Mir dröhnt es dann schon in den Ohren. Und das, ja. Muss ja nicht sein. Also, ich glaube, solange ich rede, hörst du nicht wirklich was. Aha, junge Dame. Preis her ja in Ordnung. Dim, dim, dim. Also ganz ehrlich, erstens die Auffüller, die sind wieder ziemlich langsam. Und zweitens, drei Kassen sind scheinbar zu viel. Und drittens, wir haben die 40.000 geschafft. Abzüglich der Löhne und Gehälter. Löhne und Gehälter ist dasselbe. Aber ja. Na, also sollte heute noch klappen. Oh, ja, passend. Habt ihr so schön geschrieben, ja, sortier das da ein, dann weißt du, wo was ist. Als ob ich das dann weiß. Und der Tag ist zu Ende. Aber wir können ja schon mal sagen, okay, das brauchen wir. 2, 3, 4. Kartoffeln haben wir eigentlich noch genug? Sind wir bei 7? 19 und... Das sieht soweit auch noch ganz gut aus. Ist das doch... Ich habe ihn schon gekauft gehabt. Nicht einsortiert. So, schauen wir mal, was die Kunden sagen. Es ist nicht mal so viel Toilettenpapier gekauft worden. Gut, die Jungs, die müssen hier noch eine ganze Menge einräumen. Oh Gott. Dunkelrote Buche, also das braune, fehlt.
Ich glaube, das war da. Nee. Hier sind 5 Bücher, ne? Wenn ich 5 Bücher im Regal habe, aber 6 kaufen kann, ist da irgendwas falsch. Ihr macht das ordentlich. Die kommen noch nicht ganz klar mit dem, ja, Prinzip, wie es derzeit eingelagert ist. Aber na gut. So, wie sieht es mit den Kunden hier aus? Ich glaube, sie sind der letzte Kunde. Na, muss ja mal aufpassen, wie man es formuliert. Ja, dann irgendwann mal fertig wird. Nicht mal 80 Dollar. Gut, schauen wir mal, was der Tag gebracht hat. Ist bald zu teuer. Ist mir egal. War nicht gefunden, ja, okay. So, hier sieht man es. 24.000 Bestellungen. So, warte mal. 12 Eier, Fest und Kaya. Kaya. Das ist ein sinnloser Preis, ne? Jetzt bei Eier? Ich glaube. Scheinbar ja. Machen wir wirklich wieder oben dich gekauft. Also Respekt. Kaufen, wir müssen hier kaufen. Nee. Sechsmal, das heißt, liegt jede Menge auf dem Boden, ja. Das ist aber nicht mal so wichtig. Das muss dahin. Was brauchen wir denn? So. Wir brauchen auf jeden Fall Toilettenpapier. Da haben wir noch was. Haben wir noch was? Können wir eigentlicherweise Licht anmachen? Rechnung bezahlen? Verwaltung. Kann nur schief gehen. Wir machen auf, machen die Funzel da an. Das sein, dass doch die Milch ist eingeräumt, ne? So, ne, dann ist doch gut. Ist der jetzt so clever? Schmeißt das? Nein, ist er nicht. Das Personal finden das echt, naja.
So, Alkohol ist hier. Det ist da. Und ja, am Ende, ich räume es jetzt schnell ein. Nicht, dass jemand darüber fällt. Sich dann vielleicht dann beim Bärschermeister besperrt. Also für die Leute, die es nicht kennen, Bärschermeister ist der Bürgermeister. Ne? Nicht, dass hier jemand drüber fällt und dann sind wir schuld. Da. Hier habe ich die Vermutung, dass ich meine haben wir keine Makaronis. Wenn das Regal leer ist, ne? Ja, bestellen wir dreimal. Als ich es nicht einsortiert habe, ist es dann hier oben. Ui. Ich bin klar. Obwohl, ne, die machen das schon. Guten Tag, die Dame. So, ABC, das brauchen sie nicht mehr. Das können sie definitiv schon. Oh, 85, 73. Dumme Preise. Die Makaroni ist jetzt schon mal eingeräumt. Das ist ja schon mal ein schönes Bild, ne, wie die hier stehen und im Endeffekt alles einpacken, was sie bekommen können. Finde ich ja toll. Einen Kaffee mitnehmen. Hier hat jemand geklingelt. Ganz unauffällig, da ein Fass Bier drin. Eine Kundin und dann wieder nichts. Ein Jahr ist 46.000. Problem ist, die rennen jetzt den ganzen Tag mehr oder minder durch den Laden. Kaffee mit mittlerer. Das habe ich definitiv. Ich habe keine Zeit hier zum Kassieren. Gehen Sie mal zum Kollegen. Das ist selber. Oh, das ist keine mittlere Rüstung. Das hier wäre mittlere Rüstung. Machen wir das wie das letzte Mal. Wir bestellen dreimal und ja. Gut, ich hatte das definitiv scheinbar nicht vorher irgendwo. Und wenn der jetzt hin. Den Kaffee jetzt nirgendwo hier reingeschmissen, oder?
Theoretisch noch, ja. Theoretisch. So, Übrigens, das ist abgelaufen gewesen, deswegen muss das weg. Diese Kiste sollte mal geräumt werden. Aber so richtig fühlt sich da keiner für verantwortlich. Ich bin mir bewusst, dass ich Kaffee eigentlich einsortiert haben sollte. Da und da und ja. Nee. Was jemand fragt, nein, hat er nicht. Wir helfen den Kollegen mal, damit das ja noch ein Stück schneller geht. Aber wirklich schnell. Mal her, 3610. Ich meine, theoretisch, ob wir mehr Käse da hinten. Theoretisch müssten jetzt alle Produkte da sein. Habe ich aber auch schon zweimal gesagt. Ja, auf jeden Fall den Kaffee schon mal gekauft. Also ganz theoretisch müsste es jetzt passen. Und dann sieht man mal, wie viel Lebensmittel man da im Endeffekt die Lizenzen für Lebensmittel man da schon gekauft hat. Und wie viel da wirklich Putzmittel und Haushalts- oder Drogerieartikel sind. Es ist eigentlich nicht viel, ne? Zum Großteil Lebensmittel. Kommt dann mal jemand und bezahlt hier. Wenigstens er. Na. Das ist doch vom Preis her schon ganz gut. Da kommt noch mehr. 45,30, ja. Doch, ne, ist in Ordnung. Woody und Skin und die Donny. Sogar passend, ich bin stolz auf ihn. Irgendwie haben wir ein bisschen wenig Comtee. Also für die, die nicht so oft zuschauen, das ist der Käse. Den gibt es, wie irgendwann habe ich schon mal gesagt, den gibt es wirklich. Der ist manchmal sogar in der Werbung. So Jungs, wie sieht es bei euch aus? Wollen wir doch mal in die Gänge rennen? Durch die Gänge sind, um genau zu sein. Toilettenpapier haben wir noch, also alles gut. Da fehlt jede Menge, ja. Unten sind keine mehr da, das ist doch schon mal perfekt. Also schauen wir mal. Drei Produkte, dreimal nicht gefunden, ja gut. Es wird der Kaffee sein, auch 7.500, gut gemacht. Ja. Gut, Kalbskotelett, Hähnchen, Buch. Kalbskotelett.
Krebskotelett, Hähnchenbuch, welches Buch auch immer. Will das nicht? Nicht. Tata. Nein. Nehmen wir ganz einfach mal das hier, ne? Na, jetzt. Passt. Passt. Und was war das vierte? Eine Wassermund-Dings da. Wasser was? Ganz ehrlich, er hat sich das gemerkt. Mundekuh. 3,80. Einfach so komplett gemerkt. Bin schon fast stolz auf mich. Oh. Tee haben die natürlich ordentlich gekauft. Das Schlimme ist, ich... Doch, ich weiß, wo Tee ist. Junge, du wollte gerade sagen, du bist zu langsam, aber nein. Bis jetzt war Tee ja immer hier, aber du nicht mehr. Wenn wir schon hier sind, noch ganz schnell. Hier bezahlen. Und ja, dann heißt es für mich zuschauen, wie die wieder einräumen. Danach nachbestellen. Hoffen, dass wir über den 40.000 bleiben. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, dass wir ja, den Markt erweitern. Für heute aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.